Ja, hallo Leute, hier wieder Tosu mit Let's Play Amnesia angezockt und wir sind hier wieder beim Suchen nach Antworten. Es ist wieder mal Dienstag und wenn ich mir nicht selbst den Zettel geschrieben hätte, Tosu, Dienstag ist Amnesia-Tag, dann hätte ich das ja total vergessen. Dienstag ist immer ein cooler Tag, ja. Der erste Tag der Woche dient dazu, ja, ambitioniert in das Leben zu schreiten, und am zweiten Tag checkt man ja gleich einmal, dass das nicht so einfach ist. Wo sind wir denn hier? Ja, genau, wir haben da jetzt den Brief, ja, und gehen da weiter einfach, ja. So, halte linke Maustaste gedrückt, bewege die Maus in die gewünschte Bewegung. Sales und so. Nun gut. Ja, hallo erstmal. Und wir starten da. Coole Mucke. Machst du Fortschritte oder ich weiß auch nicht so recht. Machen wir Fortschritte? Alles ist gut und leichte Kopfschmerzen, das bleibt. Wir haben Öl genug und Sonderbüchsen. Ja, im Journal schauen wir nach. Notizen, dann ist an sich selbst, das hatten wir schon. Tagebuch und da ist nichts drin. Mementos, kein Memento vorhanden. Oh, und ja, wie komme ich das? Ah, komm ich. Und das tut weh im Kopf, gell? Drum verschwinden wir. Ich bin da immer. Ja, da rein müssen wir. Ja, dann gehen wir da rein einfach. So, die Eingangshalle. Da stürzen wir rein. Er fiel auf den Küchenboden. Tränen liefen ihm über das Gesicht, als er den ersten Schritt in seinen Bauch spürte. Naja, das war jetzt ein wenig langsam, gell? Um zu laufen, halte Leertaste beim Bewegen gedrückt. Ja, okay. Wahrscheinlich müssen wir jetzt bald einmal laufen. So, ich hoffe gleich. Ah, jetzt darf ich laufen auf einmal. Ja. Aber dieses Castle, ja, kommt ja recht cool rüber. Bis auf die Einstellung des Spieles. Ja, da springen. Springen geht. Und Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the, what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Ja, Leute, das war ein Flashback. Und jetzt bin ich ja neugierig, ob ich das irgendwo drinnen habe da. Weil das liegt jetzt, Tagebücher, kein Tagebuch, Pipapo, Mementos, kein Memento und so Notizen. Ja, Blödsinn, das kann man nicht mal rekapitulieren. Also irgendwo unter dem, ja, Steinen von hier liegt nämlich das, was wir suchen. Und da ist es cool, ich wollte nur mal schauen. Glasklar auf einmal, ja. Also wir laufen da mal. Cool. Ah, Öl und Sonderbüchsen. Ich schätze mal, das wird nicht so tragisch sein hier. Da gibt es auch keine böse Mucke. Da, Käfer. Zwei Käfer, drei, vier Käfer. Oh, das wird immer mehr. Da draußen haben wir nichts. Na gut. Wie gesagt, Dienstag ist immer ein cooler Tag zum Gamen.
für mich zumindest. Da ist Sonderbüchse. Und Bücher ohne Ende. Schau! Und keine Spinne im Netz. Wie gibt's denn das? Ah. Ich belege die Tasten immer wieder neu, weil ich denke, ja, ich kann das viel besser dann. Aber anscheinend haut das nicht ganz hin. So. Was ist da? Ah. Wir checken einmal den ganzen Raum hier, weil der schaut ja ziemlich safe aus. Aha. Also wer die Bilder kennt von euch, der sollte es mir sagen. Ich stehe voll drauf. Und da... Ja, ein wenig ein Schabenproblem, ja. Da gibt es sicher eine Geheimtür oder irgendwo was, ja, ich denke mir. So, wir laufen mal schnell. Aber ich hab da... Seht ihr, das Spinnennetz gibt es noch immer. Finde ich cool. Sowas wie eine Karte gibt es da glaube ich nicht, gell? Schauen wir uns da mal um, ja? Da ist nichts. Wir laufen geschwind. Jumpen hin und wieder, ja, das geht ja schon recht flott. Drauf. Wo? Eine holde Maid in, ja? Gefahr. Da. Lässt sich nicht bewegen. Naja, dann eben nicht. Gut, laufen wir mal darüber. Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Da Blutspuren. Und ein Kauz oder eine Eule oder was ist denn das? Tabularium, ah. Kann man bitte wieder raus? Ach, ich will. Da schauen wir dann wieder mal rein. Aber zuerst einmal darunter noch. So. Lässt sich nicht bewegen. Ja, was ist denn? Da. Na? Ist ja was. So, was machen wir zuerst? Und eigentlich ja, was? Was sollten wir eigentlich machen? So. Gibt es da irgendeinen Raum, wo wir reinkommen, ohne dass wir... Da, das sieht verdächtig aus da. Ah, wir haben da wieder was für uns. Komm her. Na, wie hast du? Und? Perfekt. Komm her. Öl brauchen wir wahrscheinlich. So. Ihr seht schon, ich bin an Bildern sehr interessiert. Gehen wir runter oder rauf? Wir schauen einmal darunter, was da los ist. Schön Flux. Stellen das ab. Raffinerie, ja. Wir gehen zuerst einmal darauf. Da geht's auch runter. Ich glaub's ja nicht. Egal, wir schauen einmal runter. Da kommen wir hin. Wohin? Zum Weinkeller. Ich glaube, da werden wir gleich einmal reinschauen. Da.
Das Labor. Okay. Also, Weinkeller gegenüber vom Labor. Da oben. Ja, da gibt es wieder eine zugige Leitung. Da zieht es ja überall durch. Weinkeller gegenüber vom Labor, das gemerkt. Da ist das Archiv. Und ganz unten ist da gar nichts, weil wir haben da keine Ahnung, was da ist. Schmarrn. Ja, ich verlaufe mich da sicher jetzt bald einmal. Da springen wir runter. Und da runter müssen wir dann. Hinter die Raffinerie hier. Na, was ist denn da jetzt? Darunter müssen wir dann. Okay, ich mache da jetzt mal Schnitt. Mit Aussicht auf Tageslicht, ne? Und werde wahrscheinlich das Game nächsten Dienstag weiterspielen. Irgendwie checke ich die ganze Situation noch immer nicht, aber ihr seid mir wahrscheinlich nicht böse. Ich spiele das ja nur, weil es empfohlen wurde und gewünscht wurde. Ja, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich schätze mal da. In den Weinkeller werden wir schauen, ne? Wie aus Geisterhand kann ich das? Ich rieche das ja schon. Finde ich cool. Oder in die Archive auf. Was auch immer. Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr Spaß habt und laufen bleiben wollt, dann macht ein Abo. Wenn nicht, sagt es nicht weiter. Viele und liebste Grüße, Changango und Fantasy Game. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Ich check die ganze Geschichte noch immer nicht. Angenehme Träume, euer Toso, ciao.